Hey Aiden. Aiden. Pennst du oder was? Boah, kaputt. Bist du umgefallen? Ich glaube, ich hatte einen kleinen Unfall. Kein Unfall? Ich habe die Mülltonne nicht gesehen. Scheiß Mülltonne nicht gesehen, Mann? Ist da ein bisschen Luft? Junge. Fehlt dir irgendwas? Oh. Alles okay? Klamotten kaputt. Scheiße, Klamotten kaputt. Fehlt dir irgendwas? Nee, dann kommt Kontaktlinse weg. Kontaktlinse? Deswegen hast du die Tonne nicht gesehen. Nee, die gerade passiert. Kannst du vielleicht da gucken? Ja, klar. Logisch. Hier findest du doch keine Kontaktlinse. Wow. Alles okay? Ja. Alles super. Wie geht's dir? Ja, klasse. Bist du ein Künstler oder irgendwie? Ja, ich bin Künstler in der Tat, ja. Okay. Weil wir unterscheiden uns ja doch so ein bisschen. So sehe ich meistens aus, tagsüber. Lächelst du wieder? Alles in Ordnung, ja? Alles super. Okay, weil ich habe nämlich eigentlich eine Verabredung. Ich muss zum Peter Miese. Mit wem bist du verabredet? Peter Miese. Bin ich verabredet? Nee, nicht der Peter Miese. Ja, sicher, logisch. Ich bin mit dem verabredet. Du bist mit Peter verabredet? Ja. Ja, dann lass uns zusammen dahin, oder? Super. Ich hoffe es besser, dass wir den mal antreffen. Dein Fahrrad rollt? Glaub schon. Okay. Na dann. Gut. Ja, dann klingel mal. Da kommt jemand. Ah, nee. Das ist schon wieder dieser Hausmeister. Ja, ich weiß schon. Hallo. Wir sind alles schon mal begegnet, an welcher Stelle. Und wir haben eine Verabredung mit Peter Miese. Peter Miese ist nicht da. Wir sind aber verabredet mit Peter Miese. Wir beide. Ja, also er auch. Peter, typisch. Ja. Wo ist er denn? Er ist in Brighton. Brighton. Er hat mir am Telefon versprochen, dass er Zeit hat heute. Ich habe gute Nachricht. Sie sind Marco. Marco, immer noch. Sie sind der Elden Aiden. Gut, dann werde ich das jetzt hier los. Der Peter hat mir das gegeben. Mieser Stoff. Peter ist nicht da, Peter ist in Brighton. Peter will, dass ihr euch gut fühlt, Jungs. Deswegen sollte ich heute für euch was vorbereiten. Hinterm Haus ist ein Container, ist ein rosa Plüschsessel. Setzt euch hin und redet. Peter wollte, dass ihr beide... Okay. Ja, na, schönen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war beim letzten Mal schon so gewesen. Mieser Stoff. Ja, das Messer hier echt mal. Das war das schön von Peter, oder? Ja, auf jeden Fall. Was immer das ist. Eins für dich. Ach, wir haben zwei Gläser, wir haben eine Flasche. Mieser Stoff. Der Mieser Stoff. Der gute alte Mieser Stoff. Ja. Mensch, der Hausmeister, der hat ja nun mal gleich gesagt, du bist Aiden. Ich bin der Aiden. Ja, in der Tat. Ist mir durchaus ein Begriff von Snorre. Snorre Schwarz. Ja, Snorre Schwarz. Kennst du ihn? Wir kennen Snorre Schwarz. Ja. Mittlerweile. Ich hatte ein Interview mit ihm. Echt? Ja, auf jeden Fall. Coole Typ. Hat gerade ein neues CD herausgebracht. Dann Aiden, ich bin Marco. Ich bin der Aiden. Schön, dass wir mich getroffen haben. Schade, dass Peter Miese nicht da ist. Naja. Insignificance they pay. Oh, was für ein mieser Stoff. Ja, ja, ja. Naja, das könnte ein langer Abend werden. And the trials rake up the